Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin. Schön, dass ihr heute wieder alle reinhört. Und heute haben wir jemanden im Interview, der definitiv kein Intro braucht, weil ich davon ausgehe, dass ihr alle ihn kennt, aber auf jeden Fall eins verdient hat. Und deswegen will ich es trotzdem machen. Kurz und knackig. Wir haben nämlich die Ehre, Hermann Scherer heute zu interviewen. Und ich würde mich stark wundern, wenn bei uns aus der Community es auch nur eine Person gibt, die Hermann nicht kennt. Falls diese eine Person doch dabei sein sollte, dann ist dieses Intro jetzt für dich. Also das machen wir jetzt nur für dich, wenn du Hermann Scherer nicht kennst. Und ich lege einfach mal los. Über 3000 Vorträge vor rund 1 Million Menschen in über 3000 Unternehmen in 30 Ländern. 50 Bücher in 18 Sprachen, 1000 Presseveröffentlichungen, Forschung und Lehre an mehreren europäischen Universitäten, über 30 erfolgreiche Firmengründen, die meist zu Marktführerschaft führten, eine anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspiration für Welt und Wirtschaft. Das ist Hermann Scherer. Der Life of Euphoric stürzt sich in die Welt, feiert das Leben, diniert mit Bill Clinton, füllt mit seinen Vorträgen weltweit Seele, zeigt seinen Teilnehmern, wie sie ihrem Leben eine neue Richtung geben, die Bremsen lösen und manchmal sogar zu den Sternen greifen. Hermann, schön, dass du da bist. Welcome to the show. Und bist du ready und hast du Bock? Du, ich bin ready. Ich habe Bock, lieber Robin. Danke für die Ehre, im besten Podcast der Welt auftreten zu dürfen. Sehr gut. Das haben wir vorher vereinbart, dass der Hermann das sagt. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Ich hatte auch die Ehre wir haben gerade kurz im Smalltalk vorne dran gerätselt, wann das denn her war. Ich war nämlich wir schätzen 3 bis 4 Wochen bei Hermann vor Ort und wir durften für seinen tollen Podcast und für seine TV-Show, weil Hermann hat einen eigenen TV-Sender, durfte meine Wenigkeit da irgendwie Gast sein und dementsprechend ist unser letztes Treffen erst ein paar Wochen alt und ich freue mich, dass wir jetzt ein schnelles Follow-up gefunden haben und dass ich dich jetzt mal so ein bisschen in die Mangel nehmen darf und dir ein paar Fragen stellen darf. Bitte, sehr, sehr gerne und du warst eine große Bereicherung bei uns im Fernsehen. Dankeschön. Hermann, ich habe jetzt ein bisschen was zu dir im Intro erzählt. Es wäre mir ganz recht, wenn wir zum Einstieg vielleicht das Ganze nochmal aus deiner Perspektive hören. Also gib uns doch gerne so ein bisschen Farbe zu deiner Origin Story, also ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wie kam das, dass du das machst, was du heute machst? Also ich habe ja relativ viele Fakten vorgelesen, die beeindruckend sind. Und mich würde interessieren, wie dein Werdegang dahin war. Vielleicht nimmst du da uns zum Beginn erstmal mit. Sehr, sehr gerne. Also tatsächlich bin ich Lebensmittelhändler, also Einzelhandelskaufmann, habe mein halbes Leben auch viel dieser Dinge verkauft oder zumindest viele Jahre. Und das war im elterlichen Betrieb und mein Vater hatte extrem viele Schulden angehäuft und irgendwann durfte ich diese Schulden übernehmen, die immerhin knapp 5 Millionen waren. Und ich habe mir damals aus der Not heraus die Frage gestellt, wie kriegst du diese Schulden abgebaut? Weil ich wusste, als Lebensmittelhändler wird das schwierig. Da hätte ich mehr als ein Leben gebraucht. Und ich habe mir dann tatsächlich damals eine Branche ausgesucht, die es damals kaum noch gab. Nämlich tatsächlich dieses Speaking, also als Redner auf den Bühnen, insbesondere auf Unternehmensbühnen zu stehen. Und so bin ich tatsächlich Redner geworden und habe dann 3000 Vorträge gehalten. Ich habe dann gemerkt, dass dein Marketing besser funktioniert, wenn du Bücher schreibst und hatte natürlich auch Unmengen von Zeit, weil ich ja viel unterwegs war. Und Reisezeit war bei mir Schreibezeit. Ich habe dann tatsächlich 50 Bücher geschrieben, viele schlechte, auch ein paar gute dabei. Und habe dann eben tatsächlich das ja viele, viele Jahre gemacht, teilweise 3 Vorträge an einem einzigen Tag. Und heute habe ich damit aufgehört oder nahezu aufgehört. Es gibt noch ein paar ganz wenige Veranstaltungen, zum Beispiel bei dir, wo ich noch gerne spreche. Aber helfe heute tatsächlich Menschen. Der Rednermarkt ist ja mittlerweile ein unheimlich großer Markt geworden und wird in meinen Augen
ein noch viel, viel größerer werden. Heute bilde ich tatsächlich Menschen aus, um, wie sie zur Marke werden, wie sie sichtbar werden und wie sie eben diese Bühnen erobern. Und das ist mein Job, den ich heute tue und bin sehr, sehr dankbar, das tun zu können und freue mich jeden Tag aufs Neue, auch heute mit dir darüber sprechen zu können. Sehr, sehr cool. Also erstmal vielen Dank für den kurzen Abriss zu deiner Story. Sehr, sehr inspirierend. Nimm uns kurz nochmal mit in den Moment, wo du erfährst, dass du irgendwie 5 Millionen Euro Schulden oder D-Mark vielleicht damals noch Schulden hast. Wie geht man damit um? Ist man in dem Moment voller Angst oder war sofort klar, okay, ja, man bringt jetzt nicht viel, ich muss das Ding anpacken und da irgendwie zusehen, eine Lösung zu finden? Wie bist du vom Typ damals gewesen, als dich diese Nachricht ja getroffen hat? Ja, und es sind mehrere Stufen. Also zum einen ist es ja tatsächlich so, dass du es erstmal gar nicht so überreißt, weil die Schulden standen nicht auf einem Blatt Papier, sondern auf vielen Blättern Papier. Also die Zahl kam dann letztlich auch erst hinterher so deutlich raus. Und das ist dann so eine Mischung. Sowas tut man aus Liebe, aus dem Wunsch, geliebt zu werden, aus Selbstüberschätzung und aus Dummheit heraus. Also das waren zumindest die Dinge, von denen ich glaube, dass sie mich bewegt haben. Und ich glaube, du realisierst das gar nicht. Die meisten Menschen können sich eine Million gar nicht vorstellen als Geldscheine, geschweige denn 5 Millionen als Schulden sich vorzustellen. Ich hatte dann eine Lähmung. Also ich war damals, das ist schon lange her, damals war dieses Passionsenlegen so, und das sind die ersten Computerspiele. Und ich weiß nicht, ich habe eine Woche lang nur dieses Computerspiel gespielt, weil ich gar nicht mehr wusste, was ich machen sollte vor lauter Verzweiflung. Du sitzt ja an deinem Schreibtisch und bist wie eine eingefrorene Salzsäule. Und dann dachte ich mir, gut, vom Computerspielen kriegst du das Ding wahrscheinlich nicht gelöst. Und dann hat sich tatsächlich neben Angst und Zweifel und Wut und Ärger über dich selbst, ich habe dann einfach begonnen zu sagen, okay, dann baue es halt ab. Also dann begann ein ganz, ganz großer Pragmatismus, einfach zu sagen, jetzt hast du den Dreck an der Backe. Insolvenz oder sowas kam für mich nicht in Frage. Es waren ja immer noch meine Schulden und nicht die der Bank. Und ich habe dann wirklich gesagt, ich ziehe das jetzt durch, habe dann eben überlegt, also heute stellen sich ja die meisten Menschen so Why-Fragen. Warum tust du das? Wofür bist du angetreten? Mhm. Meine Why-Fragen waren total simpel. Ich wollte einfach, dass die Bank nicht jeden Tag anruft und mir die Frage stellt, ob ich wieder Geld aufs Konto bringe. Und ich bin damals nicht Redner geworden, weil ich Reden so toll fand oder weil ich da irgendwie begabt war dazu, was ich zweifelsohne nicht war. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, in welchem Beruf kannst du in sehr kurzer Zeit, also in 5 Jahren, 5 Millionen verdienen, ohne dass du vorher noch was investieren musst. Und ich habe dann so alle Berufsfelder, die ich kannte, identifiziert. Und bei den meisten Dingen musst du ja irgendwas gründen und musst investieren, in ein Lagerhaus oder weiß der Kuckuck was. Mhm. Und ich dachte mir, als Redner, einen Mund hast du schon angewachsen, brauchst du eine Visitenkarte. dann kannst du mit 0 Startkapital als Redner anfangen. Und ich kannte die Honorare schon so ein bisschen, was ein guter Redner damals schon verdient hat. Und das war mein Beweggrund, Redner zu werden. Und so habe ich dann tatsächlich meinen Lebensmittelhandel nebenbei noch laufen lassen, viele Jahre. Aber habe halt immer wieder gesprochen und geredet und habe damit und nur damit tatsächlich diese Schulden abgebaut. Mega cool, dass du das so transparent mit uns zeigst und auch so offen mit deinem Why umgehst, was ja jetzt nicht so die große Romanze ist. Und trotzdem die Frage, hast du eine Passion zum Speaken dann während des Prozesses entwickelt oder hast du das dann immer relativ nüchtern und rational als dein Job gesehen? Ich habe es tatsächlich erstmal immer sehr nüchtern gesehen. Ich habe mir auch Themen ausgesucht, die ich nie haben wollte. Ich wollte zum Beispiel immer ein motivierender Redner werden, aber damals gab es schon Motivationsredner, also bin ich ein Verkaufsredner geworden. Nicht, weil mir Verkaufen gelegen hat, sondern einfach, weil ich wusste, Verkaufen ist ein Markt, da kriegst du immer irgendwas verkauft, weil einfach die Not des Verkaufens da ist. Ich habe mich tatsächlich, ich sag's mal ein bisschen hart, fast wie eine Prostituierte oder ein Prostituierter, immer so ein bisschen an den Markt gerichtet. Ich habe mir nie die Frage gestellt, was will dein Herz oder was willst du, sondern meine Frage war immer, was braucht der Markt? Denn wenn du das hast, was der Markt braucht, also typische Nutzenvermutung, dann wirst du schon auch irgendwie erfolgreich werden. Mhm. Heute habe ich zum Glück dann geschwenkt. Ich habe dann irgendwann, als die Schulden weg waren und ich auch so meine Schäfchen im Trocknen hatte,
habe ich dann gesagt, komm, jetzt kannst du mal über die Dinge reden, die dir wirklich Spaß machen. Und habe dann begonnen, eben auch über Motivation zu sprechen, ein bisschen über das Glück zu sprechen. Und das Reden selbst ist natürlich schon eine Passion. Wobei ich glaube, dass das ist ja auch der Grund, warum so viele letztlich bei dir auftreten oder bei mir in der Ausbildung sind. Das Reden hat ja auch was Schönes. Wenn man mal von manchen Menschen absieht, die wirklich eine Redeangst haben, so auf einer Bühne zu stehen. Und das tut natürlich den Menschen gut, wenn du eine gute Botschaft hast. Und es tut auch deinem eigenen Ego gut, wenn du natürlich auf der Bühne stehst und ganz viele Menschen klatschen dir zu. Ja, sehe ich genauso, bin ich voll bei dir. Was mich interessieren würde, auch nochmal, du hast gesagt, du hattest dieses klare Ziel, in 5 Jahren 5 Millionen Euro Schulden abzubauen. Warum war dir dieses Zeitfenster 5 Jahre so wichtig? Weil das kam so relativ exakt, 5 Jahre, 5 Millionen. Woher kam dieses Zeitfenster, was du dir gegeben hast? Naja, ich war natürlich naiv. Also mich hat dann, nachdem ich eine Zeit lang gearbeitet hatte, hat mich der Bankvorstand angerufen und hat gesagt, Mensch Herren, Sie waren großartig, Sie haben signifikant Schulden abgebaut und Sie hätten jetzt mal errechnet, wie lange es noch dauert, bis ich schuldenfrei bin, wenn ich so weitermache. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das interessiert mich auch. Und dann sagten die, jetzt sind es noch 137 Jahre. So. Und da habe ich hochgerechnet und wusste, das wird ein bisschen eng. Dann kann ich dann meinen Ur-Ur-Urenkeln anscheinend doch bei Schulden vererben. Und ich wollte natürlich nie im Leben, also ich fand es natürlich schon schlimm, dass ich von meinen Eltern nicht Geld bekommen habe, sondern Schulden bekommen habe. Und ich habe mir geschworen, wenn ich jemals Kinder habe, dann kriegen die keine Schulden von mir. Und dann habe ich mir dieses 5-Jahres-Ziel gesetzt. Gar nicht so sehr darauf geprüft, ob das realistisch ist. Es wäre mir dann auch egal gewesen, ob es dann 6 oder 7 Jahre. So lange hat es dann, glaube ich, auch gedauert letztlich. Ein bisschen länger als 5 Jahre. Aber ich stellte mir fest, du musst ja so ultra ehrgeizige Ziele setzen. Selbst wenn es dann ein bisschen länger dauert, hast du sie immer noch grob erreicht. Mein Ziel war eben nicht zu sagen, ich schaffe es, diese Schulden in meinem Leben abzubauen. Weil dann hast du ja immer noch nichts am Lebensende. Und sorry, ich war dann auch vollkommen klar, meine Kinder müssen zumindest 100 Euro erben, gerne auch mehr, aber nicht mit Schulden versehen werden. Und ich war dann schon besessen drauf und ich habe es auch ein bisschen hochgerechnet. Das ist ja das Verrückte im Speaking-Business, dass wir, gibt ja nur 2 Arten von Rednern, die einen, die es vielleicht eben nicht so gut schaffen, aber wenn du da drin bist, dann ist das ein Millionengeschäft, man mag es nicht glauben. Und drum, mir war auch klar, ich mache das. Also ich bin so ein großer Feind von diesen Plan-B-Geschichten. Es gibt ja immer, ich nenne es die Sonderangebote im Leben. Ich kenne zu viele Menschen, die probieren den Weg A aus, dann ruft das nächste Sonderangebot im Leben und sagt, ach komm doch zu mir, da geht's viel leichter. Und auf dem Weg dorthin ist es dann auch nicht so leicht. Und die sind ein Leben lang Anfänger im Leben. Und ich habe mir gesagt, pass auf, du machst jetzt diese Sache und du ziehst dieses Ding durch, weil ich glaube, dass Gewinner deswegen Gewinner sind, weil sie immer Nein sagen. Und Loser sind deswegen häufig Loser, weil sie immer Ja sagen. Und der Punkt ist ja wahrlich nicht, wir sind ja in so einer Gesellschaft drin, in der es immer heißt, ja, du musst Ja sagen, musst offen sein und so weiter. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das Leben dir 1 Milliarde Chancen bietet. Und wenn du die Chancen nutzen würdest, würdest du 1 Milliarde Mal erfolglos sein, weil du überall Anfänger bist. Das ist, sorry, ähnlich wie mit den Frauen oder bei Geschlechter, unabhängig natürlich auch bei den Männern umgekehrt. Aber ich als Mann, es gäbe ja grundsätzlich 1 Milliarde Frauen, die in deinem Alter wären, die paarungsfähig, paarungswillig, paarung irgendwas wäre. Aber du kannst nicht 1 Milliarde Frauen zum Abendessen einladen, ganz zu schweigen von den Kosten, um mit denen auch noch anzufangen. Das kriegst du eben nicht hin, du stirbst vorher. Irgendwann musst du halt sagen, diese eine ist es jetzt und die heiratest du. Wohl wissend, dass da noch 10 Millionen Frauen rechts und links liegen, die du nicht mehr nehmen kannst. Und so ist es auch im Business. Du musst irgendwann eine Sache nehmen und sagen, du bist stupid enough to push the button oder to do that. Und dann funktioniert das, weil ich glaube mittlerweile nicht mehr so sehr an die Chancengeschichte. Ich glaube vielmehr daran, dass du fast alles zum Erfolg bringst, wenn du ein Durchhaltevermögen hast. Und in dem Wort Durchhaltevermögen ist ja schon das Wort Vermögen drin. Und die meisten wollen das Vermögen haben, ohne es vorher durchzuhalten. Krass. Ich habe mir einiges mitgeschrieben gerade, Hermann, danke dafür. Da waren für mich ein paar Schlüsselsätze dabei, die ich so in der Form, und ich habe schon vieles gehört, aber so in der Form auch noch nicht mitgegeben bekommen habe. Danke dafür. Hermann, was mich interessieren würde, ist, wer dich inspiriert hat, schlussendlich in diesen Speaking-Markt zu gehen. Gibt es da jemanden, den
den vielleicht auch meine Generation heute noch kennt? Also gab es so diesen einen, der sagt, boah, das war die Person, die habe ich mir rausgesucht und da habe ich gesagt, okay, so wie er in die Richtung mache ich es quasi nach, nicht vom Skill, nicht von der Attitude oder so, sondern von der Erfolgsstory. Also gab es da diesen einen Speaker, als du in den Speakermarkt gegangen bist, der dich inspiriert hat zu sagen, okay, ja, I go for it. Glücklicherweise nicht, aber ich kann dir die Sache dazu erzählen. Also es gab natürlich einige, aber ich will es gleich erklären, warum die alle schädlich waren. Einer, den vielleicht deine Generation auch noch kennt, wir sind ja 2,5 Jahre auseinander, ist zum Beispiel Sami Molchow, Körpersprache, der heute noch so ein bisschen auftritt in einem relativ hohen Alter. Aber ich stelle immer fest, dass Vorbilder die größten Feinde im Leben sind, weil sie dir nie die Gelegenheit geben, den eigenen Weg zu gehen. Und ich hatte am Anfang viel zu viele Vorbilder. Also ich wollte so werden wie Sami Molchow, weil der so toll war und so menschlich war. Und dann gab es den Rhetorik-Fritzen, der war so eine harte Sau. Dann wollte ich so werden wie der, weil er so richtig zackig auf der Bühne war. Und du willst ja dann immer werden wie irgendjemand. Und am Schluss bist du, glaube ich, eine multiple Persönlichkeit und weißt gar nicht mehr, wer du bist. Und bis ich dann irgendwann begonnen habe, festzustellen, dass es mal ganz gut wäre, die beste Version von Hermann Scherer zu werden. Und das ist das, was ich auch ganz häufig erlebe, dass Menschen sich zu viel Vorbildcharaktere raussuchen. Also natürlich mal anfangen damit, sich natürlich einmal 10, 20 angucken, aber dann vielleicht gucken, was habe ich selbst schon in mir drin, als so ein billiges Abbild zu werden. Und ich bin ja der Meinung, dass wir alle so ein großes Potenzial in uns drin haben, dass wir aber erst dann merken, wenn wir ein bisschen loslassen dürfen von anderen. Drum Vorbilder bitte maximal einen Tag lang behalten. Okay. Habe ich eine ähnliche Einstellung wie du? Ich hatte mal ein krasses Vorbild, so als Fußballer. Aber habe auch gemerkt, dass natürlich Inspirationspersönlichkeiten geben sollte, aber also wirklich versuchen, jemanden nachzuahmen oder so, das geht in eine komplett falsche Richtung. Hermann, du kennst den Speakermarkt jetzt sehr, sehr gut. Wie viele erfolgreiche Speaker gibt es denn? Also wenn jemand den Speakermarkt so gut kennt wie kein anderer, dann bist du es. Was würdest du einschätzen, um mal so ein Marktgefühl zu geben? Du hast vorhin von zwei Speaker-Typen gesprochen. Einmal die Erfolgreichen, die Multimillionen-Markt unterwegs sind und die es irgendwie nicht schaffen. Wie viele sind denn letztendlich erfolgreich? Und wenn ich von Erfolg spreche, spreche ich in der Regel, für mich ist Erfolg gleich glücklich sein. In dem Fall ausnahmsweise mal ökonomisch-wirtschaftlich betrachtet. Ja, also danke für die Einschränkung, weil glücklich sind vielleicht möglicherweise viele. Für mich hat Erfolg wirtschaftlich betrachtet erstmal relativ wenig mit Glück zu tun, sondern mit Kapitalisierung, sprich mit Umsatz. Ich denke, dass es gar nicht so viele sind. Wahrscheinlich sind das irgendwie 100 Stück, die schon wirklich dabei sind. Ich habe das Gefühl, dass es viel, viel mehr werden könnten und auch mehr werden, einfach mehr werden müssen. Denn laut meiner These ist der Speakermarkt in Deutschland erst zu 5% ausgereift. Da fehlen noch 95%. Ich darf drei Ansätze dazu liefern. Die meisten Redner haben nicht verstanden, worum es beim Speakermarkt geht. Und die Hauptaussage ist erstmal, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und die meisten Redner sind Wissensvermittler, also Fachvorträge. Und davon gibt es natürlich Tausende in Deutschland. Aber die halten Fachvorträge, die eben auch so mittelmäßig langweilig sind wie Fachvorträge und die auch so schlecht honoriert werden wie Fachvorträge. Wenn die Menschen Inhalte weglassen würden und das mit Gänsehaut und Emotionen kompensieren würden, wären sie plötzlich großartige Redner mit einem wahrscheinlich 20-fachen Vortragssatz. Mhm. Das können die meisten Menschen noch zu wenig. Gleichzeitig ist die Nachfrage aber enorm da. Ich hatte jetzt auch auf meinem Fernsehsofa einen Zukunftsforscher und er sagte, Deutschland braucht in Zukunft noch 1 Million zusätzliche Coaches. Und mich hat fast der Schlag getroffen bei dieser Zahl. Aber er hat das gut erklärt. Er sagt, die Firmen sind immer mehr in dieser Richtung Umsetzung und also haben zwar gute Ideen, aber kriegen die Ideen nicht mehr auf die Straße gebracht. Ne? Die sitzen da beim grünen Tisch, trinken ihren Cappuccino und essen ein paar Gummibären, aber kriegen die PS nicht auf die Straße. Das
heißt, es wird immer mehr Menschen brauchen, die eben anderen helfen, die PS auf die Straße zu bringen, Dinge voranzubringen. Und dann kommt ein dritter Faktor dazu, und an dem bist du im positiven Sinne ein höchst Schuldiger, gerade durch deine Veranstaltung oder auch Veranstaltungen, wie du sie machst, aber du bist da das Beispiel dafür in Europa. So eine Veranstaltung wie die Entrepreneur University bringt ja auch Menschen auf die Selbstständigkeit, bringt ja Menschen auch in ein neues Lebensmodell hinein, von dem ich eh glaube, dass es das einzig richtige Lebensmodell ist. Die Zeiten, wo es ist erst 200 Jahre alt, dass Menschen Zeit gegen Lohn tauschen. Und ich glaube nicht, dass dieses klassische Arbeitszeit-Geldmodell noch sehr lange überleben wird. Vielleicht noch 100 Jahre. Ich denke, das ist wesentlich weniger sein wird. Das heißt, du bringst Menschen eben auch dazu, wiederum diese Schöpferkraft, dieses unternehmerische Denken voranzubringen. Und insofern wird das auch dazu führen, dass wir eben noch mehr Umsetzung brauchen, noch mehr Inspiration brauchen. Und wenn ich jetzt noch eine Stufe weitergehe und sage, dass wir unheimlich viel künstliche Intelligenz haben und Robotics, so blöd das klingt, wir Menschen werden uns in naher Zukunft immer mehr inspirieren, immer mehr gegenseitig coachen und immer mehr voranbringen. Wir werden aber kaum noch in irgendwelchen Hallen stehen und irgendwelche Dinge montieren. Ja. Also die Zahl von deinem Zukunftsforscher, der bei dir in der Show war, die ist krass, heftig. Also ich bin auch der Meinung, dass da gefühlt 5-10% erst erreicht sind. Aber dass das dann 1 Million noch werden könnten, finde ich krass. Aber ja, ich finde es cool. Also ich bin auch ein Freund von der Szene, auch wenn sie manchmal ein bisschen kritisch beäugt wird, glaube ich, dass sie doch sehr, sehr hilfreich ist. Und ja, finde es gut, dass viele sich auch für diesen Berufsweg entscheiden. Jetzt habe ich die Frage, du hast gesagt, Gänsehaut ist das, was eigentlich gut honoriert wird als Speaker. Was gibt es fast schon ein System, eine Formel, wenn du so willst, die Gänsehaut erzeugt bei einem Vortrag? Wenn ja, wie sieht die aus? Ja, also zum einen ist ja Fakt der, dass das Wissen ja nichts wert ist, weil Wissen findest du kostenlos bei Google und Wikipedia. Es ist ja die Frage, wie Wissen erzeugt wird. Ich würde drei Formeln mitgeben. Die erste Formel ist tatsächlich Verständlichkeit. Also schau mal, wenn du einen Steuerberater hast, der einen Vortrag hält über die Steuern, dann kann das ein Fachvortrag werden, bei dem du Suizid begehen magst, weil es schrecklich wird. Es könnte aber auch ein cooler Vortrag sein, der eigentlich an der Oberfläche bleibt, aber dafür Verständlichkeit entwickelt, sodass es auch jeder Laie verstehen kann. Aber die meisten wollen ja ihr Wissen mitgeben, als würden sie vor 100 anderen Steuerberatern irgendwo sitzen und das besonders machen wollen. Der zweite Punkt ist, wir haben eine 80-20-Regel. 20% sind in dem Vortrag Neues, 80% sind Bekanntes, was vielleicht von einem unbewussten Zustand in einen bewussten Zustand kommt. Also wenn deine Zuhörer drin sitzen und nicken und sagen, hey, ja, stimmt, genau, dann ist das ein wunderbares Zeichen. Dann lernen die zwar nichts Neues, aber sie bekommen etwas bestätigt. Und das ist viel entscheidender für eine Gänsehaut als neue Wissensvermittlung. Ich sage immer frech, würde man lauter neue Sachen erfinden, würde man auch den Nobelpreis bekommen. Und das braucht es nicht. Ja. Und der dritte Punkt ist logischerweise Emotionen, Beispiele, Best Practice. Wir Menschen wollen Dinge erleben. Es liegt am Erleben und nicht am Hören. Ja, voll. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal im Podcast gesagt, wir haben ja auch eine eigene Eventagentur und das ist so unser Unternehmens-Why, also warum es die Unternehmung gibt, ist es auch Erlebnisse zu kreieren und das ist uns so wichtig, dass wir sogar die Definition von Erlebnis aus dem Duden auswendig können. Falls dies interessiert, ein Erlebnis ist ein Ereignis, das so andersartig ist, dass es lange in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, genau darum geht es auch am Ende des Tages in einem Vortrag. Ja, und ja, ihr habt eine super Agentur, um das auch zu sagen. Ich finde das großartig. Und genau so ist es. Deswegen gibt es Vorträge noch im Gegensatz zu YouTube und Co., weil einfach da natürlich Erlebnisse besser generiert werden können als per Video. Ja, bin ich voll bei dir und genau deswegen glaube ich, dass diese analoge Welt bei der ganzen Digitalisierung immer einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil dieses Lebens sein wird. Lieber Hermann, du hast schon einige Erfolgspersönlichkeiten privat kennengelernt, die auch auf deinen Veranstaltungen waren. Ich glaube, Bill Clinton war auch schon mal da. Gibt es
eine Sache, die du bei all den Bekanntheiten und Erfolgspersönlichkeiten, die du privat kennengelernt hast, immer wieder entdeckt hast? Also das, so das eine Muster, das gefühlt sich wie so einen roten Faden durch alle Erfolgspersönlichkeiten durchgezogen hat. Ja, das sage ich gern, weil das ist mein Lieblingsprinzip. Ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, aber es wird mir so klar. Alle Erfolgspersönlichkeiten sind drei Stapler im Vergleich zu vier Stapler. Und das will ich gerne erklären. Mhm. Stell dir dein Leben vor mit drei Ablagekörben. Wann immer du irgendeine Entscheidung zu treffen hast, gibt es die erfolgreichen Menschen, die haben nur drei Körbe, nämlich die am Ende den Korb, ja, mache ich jetzt sofort. Oder ja, mache ich, kann es jetzt nicht sofort machen, aber mache jetzt sofort den Termin aus. Oder nein. So, das sind die drei Optionen, die ein erfolgreicher Mensch im Leben sich gibt. Die erfolglosen Menschen haben noch einen vierten Stapel, der heißt, ich muss mal überlegen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Schlüssel zum Erfolg fast einzig und allein daran liegt, diesen vierten Stapel nicht zu verwenden. Also Beispiel, wenn jemand sagt, ich melde mich jetzt für deine Veranstaltung an, für die Entrepreneur University. Dann kann er sagen, ja, ich melde mich jetzt sofort an. Er kann auch sagen, ich habe dieses Jahr keine Zeit, aber ich melde mich jetzt sofort für nächstes Jahr an. Ist auch in Ordnung. Er kann auch sagen, nee, mache ich nicht mit, warum auch immer. Aber damit ist das Thema für ihn durch und er hat eine Entscheidung getroffen. Diejenigen, die dann Monate brauchen, ja, vielleicht doch, ich weiß nicht, überleg's mir nochmal, ich rede mit meinem Freund, die brauchen zu viel Energie, um nachzudenken. Und das ist Zeiträuber. Drum, wie beim Flirten. Weißt du, wenn du, ich rede wieder aus männlicher Sicht, wenn du eine Frau kennenlernst, du kannst sagen, hey, wir küssen uns jetzt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, logischerweise. Du kannst auch sagen, ich würde dich gern küssen, ich habe gerade Herpes, lass es uns morgen machen, auch in Ordnung. Ja? Oder du sagst, ich will dich überhaupt gar nie küssen, aber du kannst schlecht zu einer Frau sagen, die gerade in der richtigen Situation ist, du, ich weiß es nicht ganz genau, ich muss es mir nochmal überlegen, ich muss mit meiner Mutter sprechen oder sowas. Und erfolgreiche Menschen lassen sich keine Zeit für Entscheidungen, sie entscheiden, weil das Entscheiden, das Nicht-Entscheiden der größte Energieräuber im Leben ist. Drum sind für mich erfolgreiche Menschen drei Stapler. Yes. Ja. Voll geil, das System habe ich auch noch nie gehört. Mega viel neue Sachen für mich dabei, feier ich hart. Und wir haben gefühlt die Hälfte der Fragen erst rum. Es wird schon jetzt eine meiner Lieblingsfolgen. Da bist du ja so charmant, Mensch. Hermann, das ist eine Sache, die wahrscheinlich viele Menschen blockiert. Und ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass viel wichtiger als die richtige Entscheidung zu treffen, die Tatsache ist, überhaupt eine zu treffen. Das ist eine Sache, die wahrscheinlich in der Potenzialentfaltung viele Menschen blockiert. Gibt es noch ein Ding, wo du sagst, das blockiert viele Menschen und wenn die ihr volles Potenzial entfalten wollen, dann sollten sie dieses oder jenes anders machen. Also gibt es da noch was Ähnliches, wie zum Beispiel das eben genannte Beispiel mit Entscheidung treffen? Ja, also wirklich Zweifel zu verringern. Also Shakespeare sagte so schön, Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, das Gute, was wir erreichen könnten, eben nicht zu tun. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen zweifeln. Also typischer Fall heute ist sowas wie Positionierung. Viele überlegen, bin ich dieser Mensch oder jener Mensch? Welches Kapitel schreibe ich oben drüber? Und ich bin heute felsenfest überzeugt, es gibt nicht den richtigen Satz. Es gibt nicht die richtige Formulierung zu etwas. Menschen nehmen das als Ausrede. Ich glaube, dass viele Menschen immer wieder sagen, wenn ich das dann habe, dann bin ich soweit. Weißt du, es gibt für mich zwei Arten. Die einen, die gehen raus, stolpern die? Ja. Müssen die den Kurs korrigieren? Ja. Müssen die nochmal was Neues machen? Ja. Aber die sind on the way. Und die anderen Menschen, die triffst du zwei Jahre später am Flughafen und sagst, hey, wie läuft's gerade? Und sagst, ja, wir feilen noch an unserer Positionierung. Die sterben mit einer Feile in der Hand. Und die Amis sagen so schön, to be stupid enough to push the button. Deppert genug zu sein, um auf diesen Knopf zu drücken. Und wir Deutschen, weißt du, ich glaube, wenn es in Deutschland zwei Türen gibt, auf der einen Tür steht drauf Tür zum Himmel und auf der anderen Tür steht drauf Diskussion über die Tür zum Himmel, dann rennen die zur Diskussion. Weil wir gar nicht die
die den Mut haben, die Dinge voranzubringen. Weil ich glaube, dass das Besprechungen mittlerweile eine Flucht geworden sind, dass wir viel zu viel glauben, noch tun zu müssen. Und drum, jetzt kommt mein Satz dazu, ich sage immer, wir müssen mit schlechter Qualität beginnen. Das wichtigste Element, um erfolgreich zu werden, ist schlechte Qualität. Und meine Mitarbeiter hassen mich für diese Aussage, weil ich sage, jeden Mitarbeiter, ich erwarte bei allem innerhalb von 20 Minuten ein schlechtes Ergebnis. Und dann kommen die immer zu mir und sagen, hey Hermann, ich denke, du bist ein Marktführer und du bist doch Perfektionist, was redest du doch von schlechter Qualität? Dann sage ich ganz einfach, jede Perfektion im Leben ist immer durch Imperfektion entstanden. Wir Menschen sind nämlich viel besser darin, Dinge zu verbessern, als Dinge zu erschaffen. Ich habe deswegen so viele Bücher geschrieben, weil ich einfach mein Zeug erstmal hingerotzt habe. Einfach mal raus damit. Denn jetzt hatte ich was, um es verbessern zu können. Ja. Und wir Menschen können verbessern viel besser als erschaffen. Die meisten Buchschreiber machen das Word-Dokument auf, schreiben die erste Zeile, finden die Zeile blöd, löschen die, schreiben eine neue erste Zeile, finden die blöd, löschen die, schreiben eine neue erste Zeile, finden die blöd, löschen die und haben am Schluss 700 gelöschte Zeilen in diesem Word-Dokument, nämlich nichts. So, stell dir vor, die hätten was Schlechtes hingeschrieben und es danach verbessert. Und die Menschen sagen immer, wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Und deswegen machen sie es nie. Mega cool. Also Zweifel verringern, einfach mal machen. Ein Satz, der mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, so während die Intellektuellen noch die Strategie besprechen, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. Klar, das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Ich würde gerne mal, du hast gerade Bücher angesprochen, lass uns das mal kurz zwischenschieben. Ich weiß nicht, hast du gerade dein Handy griffbereit? Ja, habe ich. Okay, cool. Du bist erfolgreicher Autor und mit erfolgreichen Autoren in dieser Show spiele ich gerne dasselbe Spiel immer wieder oder das gleiche Spiel. Inside Your WhatsApp heißt das und geht wie folgt. Hermann, schau mal bitte nach in deinen WhatsApp-Chats, was die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht ist. Also die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches. Schau da mal kurz rein. Und ich weiß, wir haben kurz vorm Podcast miteinander geschrieben. Vielleicht lassen wir das kurz raus, falls das die letzte Nachricht von dir sein sollte. Und guck mal, was die Nachricht davor war. Also die letzte von dir geschriebene Nachricht, außer die, wo wir geschrieben haben. Wunderbar. Also die letzte Nachricht war, das ist doch wunderbar, Kompliment. Da steckt was in dir. Das habe ich geschrieben. Das ist doch mega. Das könnte tatsächlich ein Titel sein, oder? Für ein neues Buch. Absolut. Also da steckt was in dir, ist die allerletzte Zeile, ist ein wunderbares Buch. Denn ich schreibe oder ich spreche auch ganz, ganz viel über das Potenzial in den Menschen. Ja, ja mega. Also auch das muss ich dir sagen, wenn wirklich eines deiner neuen Bücher so heißen sollte, da steckt was in dir, dann würde ich gerne im Vorwort dieses Buch dieser Show hier gewidmet haben. Versprochen. Ich mache dir einen folgenden Vorschlag. Das nächste Buch, das ich schreibe, ich widme sowieso etwas dir, unabhängig davon, wie das Buch heißen wird. Ach, krass. Krass. Ich bin gespannt. Und ich werde auf jeden Fall gucken im Buch, was da dann zu finden sein wird. Mega. Lieber Hermann, dann haben wir das auch durch. Haken dran an dieses Spiel. Mich würde eine Challenge interessieren, die für dich irgendwie gigantisch war. Okay, das wird wahrscheinlich dieser Schuldenberg gewesen sein. Gibt es da noch was, wo du sagst, das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich dachte, puh, wie kriege ich diese Challenge gelöst? Also gab es da so eine echt schwierige Herausforderung in deinem Leben, wo du selbst erstmal zurücktreten musstest, durchatmen musstest und gar nicht genauso wusstest, wie kriege ich die Nummer irgendwie auf gut Deutsch geschissen und geregelt jetzt? Da ich nicht so ein super Sportler bin, habe ich die tägliche Challenge, mein Gewicht zu halten, im Gegensatz zu dir. Aber nee, so verrückt das klingt, meine These, zumindest seit dieser Schuldennummer, ist meine These, dass das Leben ein Monopoly-Spiel ist oder sowas ähnliches. Wir können sowieso nichts ins Grab mitnehmen. Also alles, was wir da tun, ist Spiel mit Bauklötzen, auch wenn die Bauklötze mal ein bisschen größer sind. Und drum, also klar, du hast tausende kleine Challenges, aber ich kenne seitdem keine Challenge mehr, die mich in irgendeiner Form
Also habe ich wirklich die Ruhe weg, die mich in irgendeiner Form so fordert, dass ich verzweifle. Weil ich auch glaube, dass es fast nichts gibt, wenn man mal bitte von Krankheiten und Co. absieht. Und da bin ich gesegnet, dass ich da so gut wie nichts habe. Aber das Leben ist ein wunderbares Paradies. Und wir sind da eigentlich ein bisschen Gas zu geben, ein bisschen Schöpferkraft zu machen, ein bisschen Party zu geben. Und wir sind nicht da, glaube ich, um so ein regelkonformes Leben zu führen. Ich habe mir so ein schönes Bild. Ich glaube, die meisten stehen an der Himmelspforte und dann wollen die da rein und sagt, Petrus, du darfst da gar nicht rein. Und dann sagen die, warum nicht? Ich war doch jeden Sonntag in der Kirche und war immer ganz brav und war immer ganz fleißig. Und dann sagt Petrus, genau das ist ja das Problem. Du warst immer nur brav und fleißig. Wir haben dich extra ins Paradies geschickt, damit du ein bisschen Gas gibst da unten. Wir haben da ein paar Meere und ein paar Wälder und noch ein paar Berge hingestellt, damit du richtig viel feiern kannst und ein wunderschönes Leben haben kannst. Und das Einzige, was dir einfällt, ist, in die Arbeit zu gehen und in die Kirche zu gehen. Ja, bin ich voll bei dir. Glaubst du, diese Positivität zum Leben ist ein Stück weit gegeben einem Menschen oder ist das auch eine Entscheidung am Ende des Tages? Also ist das selbstbestimmt, dieses Positivsein, oder ist das auch so ein Stück weit vorgegeben, ob man so ein positiver Mensch ist oder eher so ein Mensch, der alles ein bisschen pessimistisch und negativ sieht? Du, ich glaube, desto höher dein Intelligenzgrad, desto pessimistischer ist deine Lebensauffassung. Insofern haben manche großes Glück. Und gleichzeitig ist es harte Arbeit, das zu tun. Ja. Und einer meiner, da, vielleicht eine Formel dann noch dazu, die ich sehr spannend finde, die sowohl mit dem Glück zu tun hat, als auch mit dem gesamten Leben. Ich war ja mal in einem Schweigekloster und einer dieser Meister hat mir damals eine Formel beigebracht, die ich großartig fand. Ich habe den gefragt, Meister, was bitteschön ist denn Leistung? Und er antwortete so wunderschön, er sagte, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Und das ist der wichtigste Satz in meinem Leben geworden, weil ich glaube, dass wir alle ein Riesenpotenzial haben. Ein Potenzial haben, erfolgreich zu werden, ein Potenzial haben, glücklich zu werden, überhaupt Potenzial für alles haben im Leben. Die Frage ist, nie und never habe ich Potenzial dazu. Die Frage ist wirklich nur, wie sehr bin ich in der Lage, Störfaktoren zu eliminieren. Ja. Zwei Bilder dazu. Wirtschaftlich gesehen, wenn du irgendwas gut kannst, ist die Frage, warum machst du so viel andere Dinge? Das sind alle Störfaktoren. Autofahren, bügeln, abspülen. Dein halbes Leben ist ein reiner Störfaktor, um die Dinge nicht hinzubringen, für die du eigentlich angetreten bist. Und beim Glücklichsein genauso. Unsere negativen Gedanken, unsere toxischen Selbstgespräche, unsere Fähigkeit, uns selbst so wahnsinnig zu verurteilen, uns den Mittelfinger ins eigene Gesicht zu strecken, sind alles Störfaktoren, die uns logischerweise nicht helfen, glücklich zu sein. Und die Menschen, die es schaffen, die Störfaktoren im Leben zu eliminieren, was übrigens wahrlich nichts Leichtes ist, sind aber in meinen Augen die Menschen, die signifikant erfolgreich sind, weil sie Erfolgsautisten sind und diese Dinge voranbringen. Und genauso beim Glück, weil sie es tatsächlich schaffen, eine Mentalhygiene zu betreiben, die das Unglück nicht zulässt. Mega. Finde ich sehr, sehr cool. Auch klasse Herleitung. Jetzt habe ich dich leider nicht dazu bekommen, mit uns eine Challenge zu teilen, an der du zumindest eine Zeit lang zu knabbern hattest, weil es anscheinend auch nicht so war. Lass uns das Ding mal drehen um 180 Grad. Gab es aber mal so einen Moment, wo du so richtig stolz auf dich warst, so ein proudest Moment, wo du gesagt hast, Hermann, da darf ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen, das habe ich gut gemacht. Gab es da so einen besonderen Moment, wo das wirklich bewusst in deinen Kopf gekommen ist, im Moment, in diesem Moment selbst? Ich bin ja ein wahnsinnig unzufriedener Quälgeist, aber ja, es gab sehr viele, und ich lasse jetzt mal Kinder und Familie weg, wo du sowieso solche Momente hast. Mein Buch, ich hatte 30 Bücher geschrieben, 30 waren ganz erfolgreich, aber lang nicht das, was ich mir so ausgedacht habe, und ich wollte halt immer auf der Spiegel-Bestsellerliste sein und habe das nie geschafft und habe dann aus 10 Jahren alle Spiegel-Bestseller gekauft und gelesen, also außer Kochen, Backen und Häkeln, und habe die gelesen nicht inhaltlich, sondern habe mir überlegt, welcher Schreibstil steckt da drin, damit diese Bücher auf der Bestsellerliste stehen. Und meine Erkenntnis war, sorry, jetzt wird's pervers, Bestseller sind
lösungsarm. Es stehen mehr Probleme drin als Lösungen, es steht mehr Not drin als Freude, es steht mehr Problembewusstsein drin als eben die Problemlösung. Und als ich das erkannt hatte, habe ich mir gesagt, dann schreibst du jetzt auch ein Buch ohne Lösung. Und das ist dann sofort Bestseller beim Spiegel geworden und ich habe 350.000 Bücher verkauft. Wahnsinn. Wie heißt das Buch? Welches war das? Glückskinder. Ich hab drei Spiegel-Bestseller geschrieben, Glückskinder war das erste. Weil danach habe ich gewusst, wie es geht. Das Gegenbeispiel ist ein Ratgeber. Bei Ratgebern, da schreibt man dann, was man zu tun hat und wie man nachdenken muss und dass man eine Checkliste ausfüllen muss und ich weiß nicht was alles. Und Sachbücher sind lösungsarm. Und desto lösungsärmer sie sind, ich weiß, das klingt ziemlich pervers, desto höher ist die Korrelation, dass sie auf die Bestsellerliste kommen. Und das habe ich gesagt, das schaffe ich. Wahnsinn. Aber erstmal auch Glückwunsch zu diesem Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es hier auf jeden Fall stehen in meinem Buchregal. Ich werde mir das jetzt mal vorknüpfen. Ich bin beim zweiten Kapitel anfangs erst, ist mir nicht gelungen. Okay. Ich werde es trotzdem lesen, Hermann. Auch das erste. Ja. Alright, lieber Hermann, nimm uns nochmal kurz mit auf so einen Pannenmoment auf der Bühne. Also irgendwas wo auf der Bühne, was richtig schief gegangen ist. Ich meine, bei über 3000 Vorträgen wird einer dabei gewesen sein, der richtig in die Hose gegangen ist. Und erzähl uns bitte die größte Panne in deiner Vortragsgeschichte. Also das wäre der längste Podcast der Welt, wenn ich alle Pannen erzählen würde. Ich war einmal so schlecht, dass von 700 Leuten 400 Leute rausgegangen sind. Ich hatte mal so laut ins Mikrofon reingeschrien, dass der Verstärker vor 600 Leuten durchgebrannt ist und nichts mehr ging, die ganze Veranstaltung in die Hosen ging, weil man nicht mehr reden konnte. Aber meine schönste Panne, und die erzähle ich dir jetzt, das war tatsächlich in einer Sonnenterrasse vor Freimaurern, Durchschnittsalter 80 plus. Und ich habe nach dem Mittagessen zu reden begonnen und dann ist mir der Erste eingeschlafen und ich habe Vollgas gegeben, weil das ging nicht, dass da jemand einschläft und habe noch lauter und noch wilder geredet und plötzlich sind zwei oder drei eingeschlafen während meinem Vortrag und ich habe noch mehr Gas gegeben, weil ich natürlich doch nicht wollte von mir einschlafen und es sind noch mehr eingeschlafen oder so in Halbschlafstellung und ich war vollkommen verzweifelt und irgendwann sagt dann dieser Veranstalter oder Oberchef da eben zu mir und sagt, Scherer, bitte geben Sie sich keine Mühe, die haben ihre Hörgeräte ausgeschaltet. So. Okay. Oh Mann, das ist echt eine Panne, für die du aber nicht viel kannst. Lustig. Hast du noch krass Adrenalin und auch ein Aufgeregtheitsgefühl, wenn du auf die Bühne gehst? Jein, also krass nicht. Ich habe Aufgeregtheitsgefühl und muss das auch haben. Ich bin der felsenfesten Meinung, wenn du das gar nicht hast, dann hast du keinen Leistungsabruf mehr. Also es darf so sein, aber ich habe es nicht sehr stark. Also und zu stark ist es auch wieder schädlich. Ich habe genau diese Anspannung, die es eben braucht, um das Beste zu geben, was du in dem Moment geben kannst. Okay, cool. Lass uns zum Abschluss zwei Sachen noch machen. Ich würde gerne mit dir entweder oder spielen. Also ich feuer dir zwei Begriffe um die Ohren und du ganz intuitiv, was dir in den Kopf kommt, sagst du schnell oder entscheidest dich schnell für eins der beiden. Yes. Sonne oder Schnee? Sonne. Bücher schreiben oder Bücher lesen? Schreiben. Nie wieder arbeiten oder nie wieder Urlaub? Nie wieder Urlaub. Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Okay, das war's schon. Aber cool, gibt ein bisschen Auskunft nochmal zu dir und zu dir als Mensch vor allem. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die schiebe ich einfach mal nochmal zwischen rein. Wir haben das Thema Vorbilder und so gehabt, ist kritisch zu beäugen, aber gibt es eine Persönlichkeit neben all denen, die du schon getroffen hast, mit der du mal nochmal irgendwie Abendessen gehen wollen würdest? Also eine, die du noch nie getroffen hast oder vielleicht auch eine, die dich so inspiriert hast, dass du sie gerne wieder treffen würdest?
Also ich könnte jetzt zumindest mal eine Liste von schönen Frauen geben, mit denen ich mir vorstellen könnte, gut Abendessen zu gehen. Und ja, mein Gott, da gibt es natürlich viele. Also ich könnte dich jetzt aufzählen, um mit dir Abendessen zu gehen. Und natürlich gibt es eine ganze Menge von, du hast großartige Menschen auf der Bühne und ich finde natürlich auch so Wirtschaftsführer überhaupt sehr, sehr spannend. Aber tatsächlich, wenn ich Menschen besonders liebe, sind es Philosophen. Ich liebe es, wenn Menschen Türen aufmachen, die man so vielleicht nicht aufgemacht hat. Ich habe gerade einen Lieblingsautor, der heißt Yuval Harari. Mit dem würde ich wahrscheinlich essen gehen. Ich würde nicht alles kapieren, was er mir erzählen würde, aber das Essen wäre schön. Ja, cool. Ja, mega spannender Typ, auch krasse Bücher geschrieben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ganz zum Abschluss, lieber Hermann, wenn es einen Satz geben müsste oder geben würde, den du dir tätowieren müsstest, so rum. Also einen Satz, den du dir tätowieren müsstest, welcher wäre das? Das wäre der Satz, den mir auch alle immer wieder sagen, und es ist auch ein Buchtitel von mir, und anscheinend passt der am besten. Der Satz würde heißen: Jenseits vom Mittelmaß. Cool. Mit Jenseits vom Mittelmaß hören wir auf. Darauf können wir den Sack zumachen. Ich glaube, das passt hervorragend zu diesem Podcast. Hermann, ich mach's kurz. Du bist ein Wahnsinnstyp. Danke für deine Zeit. Und ja, ich freue mich, dass wir mit dir rund um die Entrepreneur University noch einige schöne Momente erleben werden. Dafür werde ich sorgen. Und ansonsten sag uns mal kurz, wo können wir mehr von dir hören, sehen, vielleicht auch von dir als Speaker ausgebildet werden. Da hast du ja ein mega geiles Programm. Packe ich alles in die Shownotes, aber vielleicht sagst du da nochmal eins, zwei Sätze zu. Also, vielen Dank dafür erstmal. Die großartigen Veranstaltungen macht ihr. Drum bitte, die gehören am allermeisten in die Shownotes rein, aber da sind die eh schon drin. Ich habe zwei Veranstaltungsformate. Das eine ist Hermann Scherer Live, wo man mich sehen kann und kennenlernen kann. Und mein Format, wo ich dann Menschen zu Marken mache oder eben andere groß mache, heißt unser Goldprogramm. Auch da gibt es einen Link dazu, dann in den Shownotes. Gern. Cool. Also, liebe Zuhörer, beide Links findet ihr in den Shownotes, damit da niemand verloren geht. Und jetzt ziehe ich meine berühmte Cappy ab, verneige mich stellvertretend für die Community und sage vielen, vielen Dank, lieber Hermann, und bis bald. Ich danke dir. Viel Erfolg weiterhin. Ihr seid großartig. Ich verneige mich noch tiefer. Danke dir, Hermann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.